Dieses Video setzt die Aufzählung der verbreiteten Irrtümer aus dem vorigen Jahr fort. Ab Minute 8 folgen dann Abstammungsbelege durch tote Gene. Das alleine ist natürlich noch kein Irrtum. Ein Tornado setzt tatsächlich kein Flugzeug zusammen. Der Irrtum ist, dass diese Beobachtung auf die Evolution der Lebewesen zu übertragen sei. Im Gegensatz zum Tornado wird in der Evolution nämlich festgehalten, was schon am richtigen Platz ist. Die Evolution begann mit einfachen, funktionierenden Einheiten, die durch Veränderung immer komplizierter wurden. Und im Gegensatz zum Jumbojet hat jedes Lebewesen eine Mutter. Hierbei müssten die Kreationisten eigentlich definieren, was sie mit Information meinen. Eine Art von Information entsteht offenbar schon beim Würfeln. Man will wissen, welche Zahl kommt, und der Würfel gibt einem diese Information. Ein Informationsbegriff für Lebewesen wurde von Hazen, Shostak und anderen im Jahr 2007 formuliert. Wo Organismen eine neue Fähigkeit bekommen oder eine bestehende verbessern, steigt also der Informationsgehalt ihres Erbguts. Dass so etwas passiert, wurde zum Beispiel im Lenski-Langzeitexperiment gezeigt, als Escherichia coli die Fähigkeit bekam, sich von Zitrat zu ernähren. Ein Gegenbeispiel wurde mit dem Lenski-Experiment ja schon erwähnt. Ein anderes Beispiel ist die Laktoseverträglichkeit. Dass die meisten Europäer auch als Erwachsene noch Milch vertragen, liegt an einer Mutation, die nur bei einem Teil der Menschheit vorkommt. In der Evolutionssimulation Boxcar2D.com kann man schön beobachten, wie sich Fahrzeuge durch zufällige Veränderung und Auswahl der Besten nach und nach perfektionieren. Zugegebenermaßen sind dabei die Rahmenbedingungen stark vereinfacht, aber man kann typische Effekte der Evolution nachvollziehen. Vorhin in Generation 0 erschienen Wagen, deren Räder gar nicht den Boden berührten oder auch welche ganz ohne Räder. Jetzt in Generation 18 kommen die schon ganz gut voran und ich drücke immer mal Next, um zu zeigen, wie schön sich die Wagen weiterentwickelt haben. Das ist insofern richtig, als dass für jede Neuerung eine Mutation zuständig ist. Beziehungsweise bei Lebewesen, die sich geschlechtlich fortpflanzen, kann es auch das erstmalige Zusammenwirken einer Kombination von mutierten Genen sein. Diese Lektion entspricht einem Bildhauer. Der kann keinen Marmor erzeugen, sondern entfernt nur die überflüssigen Teile. Auch wenn diese Lektion nichts Neues erzeugt, hat sie doch mindestens einen ebenso starken Einfluss auf das Erscheinungsbild der Natur wie die Mutation. Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass die sogenannte Makroevolution eine Addition kleiner Veränderungen ist. Bei der Entstehung der Landwirbeltiere, der Vögel oder der Wale gibt es keine neuen Organe und die Übergänge zwischen den Fossilien sind so fließend, dass sie kaum über die von allen anerkannte Mikroevolution hinausgehen. Zudem sind neue Organe nicht wirklich neu. Lungen und Schwimmblasen entstanden aus Ausstülpungen des Darms. Milchdrüsen, Schweißdrüsen, Schuppen, Federn, Haare und Zähne haben alle, was die Genetik und die Entwicklung betrifft, grundsätzlich den gleichen Aufbau. Es werden nur andere Proteine in unterschiedlicher Struktur ausgeschieden. Aufgrund dieser falschen Annahme behaupten die Kreationisten gerne, dass die sogenannte kambrische Explosion im Widerspruch zur Evolutionslehre stünde. Es gibt aber mehrere Gründe, warum im Kambrium viel mehr Fossilien zu finden sind als in älteren Schichten. Möglicherweise standen Sauerstoff und Calcium reichhaltiger zur Verfügung, sodass sich größere Tiere mit Klauen, Stacheln und Panzern entwickeln konnten. Vielleicht führte das erste Auftreten von Räubern zu einem Wettrüsten, bei dem zum ersten Mal Haarteile entstanden, die viel besser als Fossilien überdauern konnten, als die weichen Körper der präkambrischen Ediacara-Fauna. Das unterbrochene Gleichgewicht, punctuated equilibrium, sagt aus, dass sich die Arten an neue Verhältnisse ziemlich schnell anpassen, aber bei unveränderten Umweltbedingungen einem Optimum annähern und sich kaum noch verändern.
Genauso falsch wie die Vorstellung einer gleichförmig langsamen Evolution ist die Vorstellung, dass die Entstehung neuer Arten in einem großen Sprung geschieht, mit einer klaren Trennlinie. Irgendwo hier ist die Linie, wo dann durch so viele Zufälle dieser Mensch, dieser Affe, durch Mutation eine andere Art wird. Hier ist die Grenze. Jetzt wird er hier zum Affen. So, jetzt muss er ja davon ausgehen, dass zur selben Zeit 100 oder 1000 andere Affen plötzlich auch zu Menschen geworden sind. Weil sonst kann er sich ja nicht paaren. Du hast ja eben selber gesagt, Adam und Eva, wie haben die sich weiterentwickelt? Im Gegensatz zu dem Strom, an den Pierre Vogel hier aufbaut, war es nicht eine einzelne Mutation, die zur Entstehung des Menschen führte, sondern viele. Es gibt keine klare Trennlinie. Die Fachleute sind unterschiedlicher Meinung, ob man Homo habilis als Mensch einordnen soll oder lieber als Australopithecus habilis. Und selbst die Kreationisten, die behaupten, zwischen Menschen und Affen gäbe es große Unterschiede, sind sich nicht einig, welche der gefundenen Schädel von Menschen und welche von Affen kommen. Den ersten Menschen kann man mit dem ersten Französisch Sprechenden vergleichen. Nach Pierre Vogels Sichtweise konnte der sich mit niemandem unterhalten, denn die anderen sprachen ja noch alle Latein. Von Kreationisten hört man oft, Darwin hätte selbst geschrieben, man müsste eigentlich eine wahrhaft ungeheure Anzahl von Zwischenvarietäten finden. Er hat aber gleich dahinter geschrieben: Die Erklärung liegt aber, wie ich glaube, in der äußersten Unvollständigkeit der geologischen Urkunden. Wie man sieht, werden die Funde nie direkt in die Abstammungslinie eingetragen, sondern immer in kurze Seitenzweige. Laut Wikipedia sind weit unter 1% des Artenreichtums fossil erhalten geblieben. Bei so alten Fossilien wäre es also ein großer Zufall, wenn Tiktaalik oder Acanthostega tatsächlich zu unseren Vorfahren gehören sollten, also wenn einer der Seitenzweige die Länge 0 hätte. Trotzdem belegen sie die Entwicklung vom Fisch zum Vierbeiner. Von den meisten der dargestellten Arten gibt es nur wenige Exemplare von jeweils nur einem Fundort. Sie hätten also auch ganz unbekannt bleiben können. Von einem noch älteren Vierbeiner hat man nur Fußspuren gefunden und keine Knochen. Obwohl der Fossilbefund so lückenhaft ist, dass längst nicht alle Zwischenformen darin vorkommen, lässt er doch die Folgerung zu, dass es vor 400 Millionen Jahren keine Landwirbeltiere gegeben hat. In Schichten aus jener Zeit findet man Panzerfische, Muscheln und Trilobiten, aber keine Spur von Vierbeinern. Noch klarer als mit Fossilien im Gestein wird die Abstammung durch Fossilien im Erbgut belegt. Im vorigen Jahr habe ich schon die endogenen Retroviren erwähnt, sowie das menschliche Pseudogen für Vitamin C und die Geruchsrezeptorgene bei Walen. Ebenso wie die Wale haben auch die zum Leben ins Meer zurückgekehrten Seeschlangen viele deaktivierte Gene für Geruchsrezeptoren. Auch Menschen haben solche toten Gene. Diese Grafik ist aus einer Arbeit von Niimura, in der untersucht wird, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Verlust von Geruchsgenen und der Fähigkeit, Farben zu unterscheiden. Der Beleg für die gemeinsame Abstammung ist nur ein Nebeneffekt. Eine wissenschaftliche Zeitschrift würde Beweise für die gemeinsame Abstammung von Menschen und Schimpansen gar nicht veröffentlichen, weil das Thema seit vielen Jahrzehnten geklärt ist. Menschen haben auch ein Pseudogen für das Eidotter, obwohl sie keine Eier legen. Bei eierlegenden Tieren, einschließlich des Schnabeltiers, ist dieses Gen intakt. Die Gene für Penisknochen sind bei unseren nächsten Verwandten noch aktiv, aber beim Menschen fehlt der Starter. Weitere Beispiele für Pseudogene gibt es in dieser Arbeit von Hayakawa und anderen. Der Link dazu und zu vielen weiteren im Video angesprochenen Themen befindet sich in der Videobeschreibung.